Jetzt muss ich überlegen. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen, wie alt ist er. Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr durftet mir Fragen stellen und heute möchte ich ein paar beantworten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ja, los geht's. Imi Imi fragt, würdest du deine Haare auch mal dunkel färben? Nein, ich hatte mal etwas dunklere Haare. Ich kann euch gerne mal ein Bild raussuchen. Das Bild ist nicht so schön dann. Also ich habe keine guten Bilder, das sind komische Bilder. Ja, da war ich aber noch jung, knackig und frisch, wollte ich gerade sagen. Nein, da war ich noch etwas jünger. Maya fragt mich, wie pflegst du deine Haare? Gibt es eine bestimmte Routine? Wie pflege ich meine Haare? Shampoo, Conditioner, Maske und so ein Spray. Ja, so ein Spray. Ich wurde vor ein paar Wochen gefragt, ob ich kostenlos eine Haarpflegeserie testen möchte. Allerdings muss ich dazu kein Video drehen, also ja, also nicht denken, ich will euch hier was verkaufen, obwohl, gut, ja, gut, kann man sehen, wie man möchte. Und zwar ist das Pureology. Das ist eine Haarpflegeserie für blondiertes Haar. 100% vegan, ohne Sulfate und ihr wisst, ich benutze nur Rädgen und Rädgen ist genau das Gegenteil davon. Und von daher war ich sehr gespannt drauf und ich muss sagen, es tut meinen Haaren bis jetzt sehr gut. Ich bin am Überlegen, das dann auch zu kaufen. Vielleicht nicht alle Produkte, aber die meisten werde ich, denke ich mal, kaufen. Ich kann euch die Produkte gerne unten verlinken. Und ja, das war's, ne? Mehr mache ich nicht. Und gut, ab und an auch mal ein Trockenshampoo. Ja, gut. Ich pflege meine Haare, wollte ich gerade sagen. Nein, ich wasche meine Haare alle 3 Tage. Mehr mache ich nicht. Annika Mühlberger fragt mich, was ist deine Meinung zu unserer heutigen Gesellschaft, dass wir uns von den Medien manipulieren lassen und so weiter? Das, was die Gesellschaft möchte, ist einfach manchmal sehr unrealistisch und verkorkst. So kann ich das sagen, denke ich mal. Oder so darf ich das sagen. Aber vielleicht bin ich das auch so. Ja, die Medien sind dafür da, um uns zu beeinflussen, um uns zu manipulieren. Die Medien sind nicht immer richtig. Ja, manchmal werden uns Dinge verkauft, die nicht richtig sind. Warum muss eine Frau immer dünn sein, um hübsch zu sein? Dünn, hübsch, pickelfrei, ovales Gesicht, ja, lange Beine, schöne Hände, schöne Füße, schöne Beine, ja, alles andere ist immer sehr nicht toll oder nicht hübsch. Oder mit der Mascara-Werbung. Kauf dir die Mascara und dann hast du genauso tolle, lange Wimpern und volle Wimpern, ja? Die Frau trägt in der Werbung falsche Wimpern. Du hast dich manipulieren lassen. Jetzt hast du die Mascara, aber nicht diese tollen Wimpern, ja? Vielleicht ist die Mascara trotzdem toll, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Man muss genau hinschauen und manchmal muss man leider auch die Werbung hinterfragen. Und die Medien sind so, das lässt sich auch nicht ändern, aber du kannst deine Einstellung ändern oder dein Betrachten, ja, ändern. Und von daher, alles gut dann, ne? Anna Mausi fragt mich, wie viele Geschwister hast du? Ich habe einen jüngeren Bruder. Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen, wie alt ist er? 29. So, ja, mein Bruder ist 29. Und kannst du mit Colorista mal deine Haare braun färben? Nein, kann ich nicht. Oder will ich nicht. Welche Farbe benutzt du für deine Haare? Also ich blondiere meine Haare. Und ja, momentan habe ich Midnight Blue in den Haaren und Flamingo Pink. Das ist, ich habe mir Strähnchen gemacht. Ja, Strähnen. Ich sage immer Strähnchen. Also ich habe mir Strähnen gemacht. Die sind leider nicht so gleichmäßig geworden. Ich habe es einfach gemacht, wie ich dachte. Einfach rein und fertig. Die Strähne ist zum Beispiel richtig blau geworden. Ja, hier glaube ich auch. Seht ihr? Ja, es wird besser. Mrs. Kielisle. Oder Kildisle. Ja, ich hoffe, ich spreche eure Namen richtig aus. Was würdest du in deinem Leben verbessern oder was erleben? Kannst du mich grüßen? Heiße Duigu. Duigu? 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 Ich grüße dich. Was würde ich in meinem Leben verbessern wollen? Ich würde gerne mehr verreisen, ja, und vielleicht auch mal nur übers Wochenende. Es muss nicht immer unbedingt so lange sein, aber das ist halt eine Geldfrage. Und dann habe ich auch noch einen Hund, auch schon etwas älter, und sie will dann auch nicht mehr so gerne. Und
fehlt mir manchmal, aber das kommt wieder. Isabella fragt mich: Hi Jenny, meine Frage wäre, was könntest du dir niemals als Beruf vorstellen? Alles, was sehr konservativ ist, als Versicherungsmaklerin, oder ich könnte mir auch nicht vorstellen, in einer Bank zu arbeiten, ja, da wo ich mich vielleicht auch verkleiden müsste. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, von Tür zu Tür zu gehen, um was zu verkaufen. Es wäre auch nicht meins. Ich könnte mir allerdings auch nicht vorstellen, in der Pflege zu arbeiten. Nicht, weil ich die Menschen nicht mag oder so. Ich könnte gewisse Dinge nicht. Das ist für mich dann halt auch ein Problem. Wirst du demnächst Urlaub machen? Wenn ja, dann mach am besten Vlogs. Ich war letztes Wochenende, warte mal, wann kommt das Video online? Ja, letztes Wochenende in Amsterdam. Und eigentlich wollte ich vloggen, leider ist da was dazwischen gekommen. Also, ja, ich habe leider täglich tote Tiere sehen müssen. Und das konnte ich dann doch nicht mit mir vereinbaren. Ich konnte einfach nicht filmen. Ja, die auf Snapchat haben das mitbekommen. Ich saß da heulend. Ich habe geheult. Und vielleicht gibt es dazu ein Video. Es tat mir sehr weh, was ich gesehen habe, und das kann ich nicht auf mich beruhen lassen, und von daher warte ich auf Antworten. Und Amsterdam war toll, ja, und das Hotel war super, aber was vor dem Hotel abging, war nicht toll und auch nicht schön. Was würdest du machen, wenn die Freundin hast, wenn du eine Freundin hast und du möchtest sie als allerbeste Freundin, aber die hat eine beste Freundin und du möchtest sie ihr nicht wegnehmen, was würdest du machen? Es muss ja nicht immer eine beste Freundin sein. Manchmal gibt es auch mehrere beste Freundinnen und man muss die beste Freundin auch gar nicht mitnehmen, wollte ich gerade sagen, wegnehmen, denn eine beste Freundin kann auch deine beste Freundin werden. Ja, so, verstehst du, was ich meine? Definiere beste Freundin, dann weißt du auch, dass es nicht nur eine geben kann. Deine Gedanken sind niedlich, aber unnötig, und vielleicht wirst du auch ihre beste Freundin. Du musst dich erstmal mit ihr anfreunden, und ganz wichtig, akzeptiere ihre beste Freundin, ja? Wichtig. Ich wurde auch gefragt, wie ich auf die Videoideen komme, die ich so mache hier, also die Videos, die ich hier mache. Ja, unterschiedlich, durch euch, durch Medien. Ich lese auch sehr gerne mal was und dadurch kommt das dann auch zustande. Oder es entsteht einfach hier oben, ne? Keine Ahnung. Also es sind halt Gedanken. Gedanken, die entstehen. So. Und somit entsteht dann auch das Video. Das Video hat nicht immer was mit meiner Situation zu tun. Also nur, weil das Video dann über irgendetwas geht, was traurig ist, bedeutet das nicht, dass das mein Leben widerspiegelt oder gerade widerspiegelt. Also nein, davon lasse ich mich nicht leiten. Das ist einfach da dann. Das ist ein Thema, was ich dann ansprechen möchte, und ja, egal was das für ein Thema ist. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare, und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Passt auf euch auf. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald.